Rekorde. Das ist ein gutes Zeichen. Hier ist wieder mal der Mann mit den großen orangen Handschuhen, der euch irgendwas erzählen will über eine weitere Gamo-Flinte. Ja, dieses Mal habe ich leider so ein bisschen ins Klo gegriffen. Ne? Tolles Gewehr, aber gut, fangen wir mal von der rein technischen Seite an. Das ist eine Gamo 600. Ihr wisst, ich habe schon zwei Videos über eine Gamo 300 gemacht. Das ist ein großer Bruder davon. Leider konnte ich bis jetzt nicht genau rauskriegen, von wann die ist. Sie muss nach 1970 sein. Ihr wisst, alles, was ich hier habe, hat eigentlich immer ein F-Zeichen. Und demzufolge sind die nach 1970. Es könnte sein, so 80er Jahre. Es könnte aber genauso gut sein, dass das der große Bruder aus den 70ern noch ist. Ganz schwer zu sagen. Auch hier, wenn ich es noch rausfinden sollte, werde ich später in den Kommentaren unten nachtragen, weil ich nachtragend bin. Har, har. Ich würde sagen, wir fangen mal damit an. Ich zeige euch das Ganze. Ach Quatsch, ich quatsch erstmal die Ohren voll. Erstmal wichtig, immer ist es eine Prismenschiene oben drauf. Ihr seht, heute habe ich mal kein CFR-Rohr drauf gemacht, obwohl eins drauf könnte, weil ihr seht auch keine Zielscheibe mit Löchern, die ich normalerweise präsentiere. Und ihr seht auch keinen Laptop mit Geschwindigkeitsangaben. Weil beim Schießen wanderte die Treffergruppe kreuz und quer durch die Landschaft, bis ich festgestellt habe, dass sich die Schrauben vom Zielfernrohr losgejuckelt hatten. Nachdem ich es dann festgezogen habe, war alles wieder gut, aber egal. Ne? Jedenfalls war ich da schon durch den Wind und habe dann festgestellt, dass mit dem Erzsoff was nicht stimmt. Egal. Ich lese euch jetzt erstmal vor, was hier so alles draufsteht. Hier steht Modell 600, das überrascht. Moment, hallo, ich weiß ja, ihr seht immer nur meinen Bart, aber das ist hier Programm bei diesem Kanal, also zumindest bei diesem Format hier. Eine Seriennummer gibt es hier, das hätte auch keine überraschende sechsstellige, ne? Während die Modell 300er und die Expomatik hatten alle, ich glaube, fünfstellige. Und noch ein Kennbuchstaben da teilweise. Kaliber 4,5, das überrascht auch keinen mehr. Oben drauf steht El Gamo, ich habe es im anderen Video schon gesagt, El Gamo hat erst irgendwann Ende der 70er, Anfang der 80er sich umbenannt in Gamo. Es ist also dieselbe Firma, die hieß nur früher anders. Heute heißt sie Gamo Outdoor. Ja, muss man auch mal extra erwähnen, normalerweise hört man ja nur Gamo. Made in Spain, na, nicht China, Made in Spain, das gibt's noch. Ist auch wichtig bei Gamo hat teilweise parallel in Brasilien gefertigt und die spanischen Sachen werden mehr gesucht. Eine 11mm Prismenschiene, Beschriftung gar keine, höchst interessant. Ich weiß nicht, ob die Kamera es wiedergibt, aber hier ist ein Band. Das sieht aus, als wäre da irgendwie Kupfer im Spiel. Gibt das die Kamera wieder? Ja, doch geht. Also ganz, ganz merkwürdig. Ne? Keine Ahnung, was das ist. Insgesamt, der Zustand ist hervorragend. Es ist am Holz praktisch kein Kratzer. Es ist am System nicht ein Rostfleck. Alles ist vollständig, also ein Hochgenuss im Grunde. Ja, und deswegen umso mehr ärgert mich das jetzt, dass es interne Probleme gibt, auf die ich noch zu sprechen komme. Wir haben eine Plastikschaftkappe hinten dran, die nicht mit El Gamo beschriftet ist, sondern einfach nur mit so einer Art Zielscheibe. Wir haben eine Schaftbacke rechtsseitig, also für Rechtsschützen, auf der linken Seite natürlich. Wir haben einen relativ langen Druckkolben, der aber nichts heißen muss. Ne? Also bei Gewehren, die 40, 50 Jahre alt sind, da ist man mit 5, 6 Joule eigentlich völlig zufrieden. Dann haben wir einen Kipplauf. Nein, das wird euch überraschen. Kippläufe sehen im Grunde alle gleich aus. Sie haben natürlich Feinheiten dann in Unterschieden, aber egal. Wir haben einen Korntunnel und ein Korn. Das könnte glatt aus der normalen Gamo-Ersatzteilkiste stammen. Ja, ihr seid nur eine Kamera, deswegen darf ich euch den Lauf vor die Nase halten. Von unten drunter nochmal eben gucken. Der Abzugsbügel ist der typische Gamo-Abzugsbügel. Ich glaube, da kann man alle frühen Gamos dran erkennen. Es gibt hier zwei Schrauben. Die eine Schraube hinten am Abzug stellt den Vorzug ein, wie lang der ist. Also man kann wirklich von ganz lang bis super kurz kann man den Vorzug verändern. Das ist toll. Und hier durch das kleine Loch, wie immer bei den Gamo-Flinten, das Abzugsgewicht. Das heißt, man kann sich das also so einstellen, dass man einen gewissen leichten Vorzug hat und dann kommt irgendwann super trocken der Abzugspunkt, der Druckpunkt. Wie bei diesen Flinten üblich, wir haben hier zwei Schrauben vorne, eine Schraube hinten. Bei anderen wird es anders gemacht, aber ist ja auch egal. So, die Visierung, guckt euch mal diese Kimme an, ist das nicht ein Gedicht? Guckt euch mal an, was für ein Aufwand da getrieben worden ist, um dieses Stück Metall herzustellen. Und ja, das ist alles noch Metall.
Mikrometervisierung nennt sich das. Alles mit Klicks, alles fein, alles schön. Deswegen liebe ich alte Flinten, wenn sie denn funktionieren. Dachkorn, damit es also 50 Jahre überstehen kann. Ich habe es ja eben schon mal in die Kamera gehalten. Nicht Dachkorn, es ist ein Balkenkorn, selbstverständlich. Aber es ist ein Dach drüber. So, ein Korntunnel. Ja, dann kommen wir jetzt mal zu dem Casus Knactus. Und zwar, euch ist bestimmt aufgefallen, dass so Leute wie Ergandi und Konsorten immer so spannen, dass sie den so machen und dann so mit einer Hand festhalten, wenn sie mit der anderen Hand den Diabolo reinstopfen. Und zum allerersten Mal in meinen mittlerweile über 60 Jahren ist es mir passiert, dass tatsächlich das Ding zurückgeschnappt hat. Es wollte mich beißen. Und das ist während der Schießerei, 50 Schuss, 60 Schuss werde ich gemacht haben beim Einschießen und beim Probeschießen. Und das ist insgesamt 4 oder 5 Mal passiert. Und einmal davon so. Das heißt, ich kann das Ding jetzt so echt nicht weiterverkaufen. Also wenn, dann mit hohem Verlust, sondern ich werde versuchen, das irgendwann zu reparieren. Ich habe das Problem so ein bisschen eingegrenzt. Ich muss dazu leider an die Innereien der Abzugsmechanik ran. Es ist also nicht hier unten die Fangklinke, die irgendwie im Eimer wäre, sondern es ist wirklich im Abzug Gesundheit! Das ist eigentlich den rostigen Nagel, damals verschluckt habe. Irgendeine der Federn ist wahrscheinlich einfach schlapp, drückt irgendwie die Fangklinke nicht weit genug. Ich weiß es nicht. Ich werde es mir angucken müssen. Wahrscheinlich wird auch eine neue Dichtung fällig sein. Ich halte das jetzt mal lieber fest hier, nicht, dass da irgendwas plötzlich hochschnappt. Also es funktioniert noch, aber neue Dichtung, es ist alles bezahlbar und machbar. Und jetzt werde ich, ich mache jetzt aus schon so, ne? Ich bin so dran gewöhnt, dass immer, wenn ich ein Luftgewehr spanne, dass es auch so bleibt. Und das ist jetzt also ein Schockerlebnis für mich gewesen, dass ich plötzlich aufpassen muss auf meine Finger. Und deswegen mache ich das hier auch alles ganz vorsichtig. So, in den Kugelfang. Der Vorzug, butterweiche, ganz, ganz weicher Vorzug, relativ lang, weil ich ihn so eingestellt habe. Und dann kommt ein federleichter, super spürbarer Druckpunkt. Also genauso, wie es schön ist. Ein toller Abzug. Ein tolles Gewehr im tollen Zustand, leider kaputt. Also, wenn ich das Ding repariert habe, dann überlege ich, ob das in meinem Bestand verbleibt oder ob ich es wieder bei Egan wieder weiter verticke, weil das ist schon ein schönes Stück. Ich werde dann auch mit Sicherheit ein ordentliches Schussbild nachreichen, wenn es soweit ist. Bisher, ich kann leider wenig drüber sagen und ich weiß nicht von wann und ich weiß wenigstens von wo. Ja, schade, aber nicht zu ändern. Ne? Ich habe mich auch maßlos geärgert. Ich kann auch dem Vorbesitzer, kann ich natürlich jetzt nicht wieder erzählen, ja, hier Garantie, bla bla bla, weil das kann natürlich sein. Ich habe ja auch 50, 60 Schuss gemacht und 55 davon sind völlig einwandfrei gewesen. Meistens steht ja auch irgendwas dabei wie aus Nachlass oder Scheunenfund oder was weiß ich. Und wenn ja jemand also immer einen Verwandten verloren hat, dann kann man dem nie auch noch mit irgendwelchen Details kommen. Kriege ich aber alles hin und dann sehen wir weiter. So, dann würde ich sagen, habe ich noch mehr dazu zu erzählen? Ich glaube, das war's auch schon, ne? Komplizierte Geschichte, aber immerhin. Dann danke ich euch wieder mal auf das Schärfste und wünsche euch, dass euch dasselbe passiert wie mir und das ist nur Gutes. Sagt der Mann, der seine Kamera jedes Mal wieder ohne Personal, ohne Crew, ohne Minions ganz alleine ausschalten muss. Zum Glück inzwischen im Sitzen.